Was geht, meine Freunde? Willkommen zurück in Night City. Willkommen zu unserem ersten Auftrag. Und Jackie wartet Ja, hier schon. wie? Mach schon. Und macht Sie schon ist Stress. dort. So, okay, unsere Aufgabe. Benutze die Gegensprechanlage. Das dürfte einfach sein. Kenne euch nicht. Dumm Dumm. Okay, was ein Name. Wer heißt bitte Dumm Dumm? Naja gut, Dex schickt uns, lass uns rein, verdammt. Jo, wir wollen Dex. Mit Royce sprechen. Dex schickt uns. Hauptraum, wir warten schon. Okay. Wie gemütlich. Wähle nur noch ein paar Grünpflanzen. Okay, wir könnten es jetzt irgendwie ausschalten oder irgendwas damit machen, aber das wird uns nichts bringen momentan. Wirken verdammt gut vorbereitet. Wir checken mal hier die Umgebung. Oh, ist das alles dunkel. Nicht sowas wie Nachtsicht oder so. Neue Splitter, Buddhismus und Cyberware. Lesen wir uns mal durch. Interviewer, den meisten von uns erscheinen die Regeln des Buddhismus gelinde gesagt rätselhaft. Wie erklärt man einem Durchschnittsbürger von Night City, warum... Bhikkhu, wie sie sich weigern, kybernetische Technologien in ihre Körper zu implantieren? Mönch, es ist nicht so, dass wir uns weigern. Jeder Mensch hat das Recht zu entscheiden, was er mit seinem Körper tun möchte, solange diese Entscheidung anderen nicht schadet. Allerdings halten sich Bhikkhu an strengere Regeln wie den Verzicht auf Cyberware, um Erleuchtung zu erreichen. Okay. Was haben wir hier noch stehen? Ungewöhnliche Itemkomponenten. Gut, nehmen wir mit. Was auch immer das jetzt genau war. So. Attributanforderung. Wenn eine Attributanforderung rot erscheint, bedeutet das, dass dein Attributlevel. Okay. Abreißen, hacken. Wir könnten es hacken. Okay, fehlgeschlagen. Abreißen auch. Okay, die stehen hier safe und wir können nichts noch machen. Ich habe noch nie so eine gut gesicherte Fressfabrik gesehen. Das muss Ausrüstung vom Konvoi sein. Sind sicher wie Maden über rohes Fleisch hier gefallen. Militech, keine Frage. Okay. Psychoborgs sind mit Militärhardware im Wert von Millionen verkrümmt. Das kann ja heiter werden. Ich guck mal, was hier ist. Oh, was zum Lesen. Cyberware von... Ja, nehmen wir alles mal mit. Können wir ja später irgendwann mal so einen Lektüreabend machen oder was auch immer. Dann gehen wir das Ganze zusammen mal durch. So, ich will erstmal hier gucken, ob wir irgendwo was Interessantes noch finden. MacDog Inhalator stellt 40% deiner Gesundheit wieder her. Das ist nice, das nehmen wir. Sowas können wir immer gut gebrauchen. Die Müllhalde oder was auch immer. Ist auch noch was. Bequeme Rocker Slim Fits aus... Aramidgewebe. Okay, scheinbar eine gute Panzerung. Nehmen wir. Militech-Mine. Personenmine. Schrapnellschleuder mit Zielerfassung. Wunderbar. Dezent. Okay, da müssen wir aufpassen, wenn wir hier runtergehen, sonst latschen wir später voll rein. Hier ist noch mehr. Hier auch. Ist Cyberpsychose heilbar? Oh, ich habe ein ganz mieses Gefühl. Also wenn wir hier in eine Schießerei reinkommen, haben wir ein Problem. So, die Stunde der Wahrheit begibt dich zur Hauptproduktionsebene von All Foods. Da gehen wir jetzt rein. So, da hinten müssen wir hin. In den Fahrstuhl, ihr scheiß Lemminge. Cool bleiben. Die wollen uns nur einschüchtern. Okay, wir werden auf jeden Fall schon mal... fröhlich und gut gelaunt begrüßt. Was haben wir hier? Scharfschützengewehr, nehme ich mit. Ja, nehmen wir auch mal mit. Alkohol schadet nie. Was haben wir hier? Handbuch einer Solo-Legende von morgen, Blackhand. Cool bleiben wir. Denk dran, wir sind in ihrem Terrain. Also, was wollt ihr? Okay. Wir sind für den Flattert hier. Wo ist Royce? Okay, ich will wissen, wo Royce ist. Wir wollen Royce sprechen.
Business-Kram. Mr. Royce ist beschäftigt. Müsst mit mir vorlieb nehmen. Okay, dann sag mal, was Flathead ist. Modell MT-0D12, auch Flathead genannt. Und? Was geht euch das an? Mein Boss hat Brick schon dafür bezahlt. Wir sind nur zum Abholen da. Ich kann auch mit Royce sprechen, wenn nötig. Nope, du redest mit mir. Mein Name ist Dum-Dum. Aufs Sofa, setzen. Okay, das wird jetzt bestimmt blutig enden gleich. Geht auch für dich, Fleischklops. Ich wollte gerade sagen. Ich steh lieber. Der sieht so aus, als ob er dazugehört auf einmal. Ist das so schwer? Aus verfickte Sofa mit deinem Fettarsch! Zwing mich. Dachte schon, du fragst nie. Pack deinen Arsch aufs Sofa, wenn du keine Kugel in Hirn willst. Okay, Jackie, beruhig dich. Setz dich. Nimmt kein gutes Ende. Scheiße. Also gut. Was ist das? Na los, entspannen wir uns. Innenzug. Das Unternehmen, was ist das? Was kann die? Es geht. Der Scheiß haut richtig rein. Richtig abgefuckter Flash. Musst du selbst erlebt haben. Komm schon, versuch's mal. Okay, nein, ich will's nicht. Danke, brauche ich nicht. Er weiß, was das Zeug ist oder was es mit einem anrichtet. Keine macht den Drogen. Was ist er? Das ist unser Flathead, oder was? Hier ist er. Der Flathead. Modell MT-0D12. Okay, Militech wird nicht danach suchen. Militech wird nicht danach suchen? Scheiß auf Militech! Sollen sie es doch versuchen! Wir haben die Seriennummer entfernt und alles mit unserer Software entsperrt. Sobald er dir gehört, gehört er echt dir. Okay. Ich muss ihn sehen. Nur zu. Ziemlich heißes Teil. Dynamische Thermaltarnung. Perfekte Wahrnehmungsimmersion durch Raven-Steuerung. Aufgemotzte Prototypantriebe aus einem Titan-Vanadium-Aramid-Gemisch. Und sieh dir das an. Okay, was soll das da hinten? Link. Das ist Royce. Wenn die Spinne die Wände hochklettert und dann von der Decke baumelt. Das sieht nicht gut aus, da hinten. Wieder hoch. Und? Was denkst du? Okay, wir nehmen ihn, wird reichen müssen. Raven ist keine vorgeschriebene Ist keine vorgeschriebene Steuerungseinheit. Okay, wir bleiben bei dem geringsten Widerstand. Wir nehmen ihn. Okay, wir nehmen ihn. Super Zeug. Echt. Ja. Dann her mit dem Geld. Brick hat es. Alles schon bezahlt. Okay, jetzt wird heftig. Also ich sehe Brickfick hier nirgendwo. Okay, ich soll echt doppelt zahlen? Scheiß auf Brick, mach mir einen neuen Deal. Hab dich was gefragt? Okay, scheiß auf Brick. Scheiß auf Brick. Machen wir einen neuen Deal. Der sieht... Ha! Sehr guter Geschäftsmann. Echt nicht so aus, als ob er sich mit dem anlegen sollte. Du willst den Flathead? Dann rück die Eddies raus. Okay, Minitech-Splitter zeigen, hier sind die Eddies. Bekommen wir wenigstens Rabatt? Ich rede mit dir! Okay, ich gebe das Militech-Geld, dafür haben wir es bekommen. Hier sind sie. Einfach so? Ohne mit der Wimper zu zucken? Willst du das Geld oder nicht? Hab noch zu tun. Weißt du, du hast gar nicht gesagt, wer euch geschickt hat. Für wen ihr arbeitet. Wir arbeiten für Dexter DeShawn. Dexter DeShawn! Der Fettsack, der wie beknackt halb Pacifiker gefickt hat. Okay, wir bewältigen ihn. Nein, können nicht. Mein Shit. Angebot jetzt an. Das ging zu schnell.
das Geld hier drauf. Geldzahlen. Kurzschluss oder was? Okay. Hier ist das Geld. Alter, was der für ein Gesicht hat. Dem wurde irgendwas in Schädel geblasen, wie es aussieht. Der Flathead ist ein gutes Stück. Erledigt, was du zu erledigen hast. Scheiße! Der Chip hat... Wow! Okay. Okay, Leute, jetzt sind wir im Arsch. Ich sehe nichts. So. Abgeschnitten. Schnapp dir den Bot und den Kontrollsplitter. Schnell! Okay, So, Querschlägerwaffen. Powerwaffen erlauben dir, die Schusslinie von Kugeln zu steuern, wenn du die Cyberware-ballistische Co-Prozessor und die Mod Flugbahngenerator für deine Kiroshi-Optik installiert hast. Okay, schön. So, ich will aber noch mehr. Ach, den können wir nur aufheben. Ne, den will ich nicht. Ich will schnell dein Loot noch einkassieren. So, wer weiß, was hier noch alles so Tolles gibt. So, wir haben aber nicht viel Schaden einstecken müssen. So, die Knarre hier nehmen wir auch noch. Schneller Nahkampfangriff. Wie wechsle ich jetzt hier die. Na gut, scheiß drauf auf das Waffenwechseln. Ich hole jetzt hier den Flatter. Hab alles. Bord und Steuerung. Lass uns gehen. Je schneller, desto besser. So, was Vorteile öffnen. So, okay, das ist der Bot. Verfügbare Attribute, verfügbare Vorteilspunkte. Intelligenz, das sind wir selbst, oder? Kann das sein? Na, egal. Wir werden da bestimmt noch aufgeklärt bei. Jetzt müssen wir erstmal gucken, hier rauszukommen. Ich sehne mich nach Frischluft. So. Was? Ulefeo, das Fleisch! Halt. Ach, wir haben hier noch gar keine Waffen ausgerüstet. Kein Wunder. Ach, ich schmeck's förmlich. Das ist ein Fertigungsband. Und ich dachte, du liebst Fleisch. Gibt's keinen anderen Weg. So, hier ist scheinbar nichts Interessantes. Was haben wir hier? Euro-Dollar. Sehr gut, nehme ich. Erstmal eine Schlapp. Was ist das hier? Oh, ein Glück, es bewegt sich. Los. Ja. So. Haben wir noch. Wahrscheinlich müssen wir auch gleich gegen den Fettsack battlen. Jede Wette. So einfach kommen wir bestimmt nicht raus. Desinfektionsmittel nehmen wir. Das können wir nicht nehmen. Oh no. Jetzt schon vorsichtig. Ah, das ist eine Kiste. So, hier können wir noch was looten. Chaos Berserk. Erhöht die kritische Trefferchance, erhöht die kritische. Verstecken! Oh. Okay, vielleicht können wir irgendwas hacken. Ich höre dich. Schon die ganze Zeit. Da, Kamerasteuerung ausschalten. So, ausführen. So, die ist down. Was ist los?
müssen uns irgendwie heilen. Oh. Irgendwo haben wir gerade einen Treffer kassiert. Verdammt. Okay, müssen wir neu starten. Das ist echt gewöhnungsbedürftig, so eine Schießerei. Aber diesmal kriegen wir es besser hin. Ladies and Gentlemen, Jackie Wells! Ich mach den Lutscher alle! So. Wenn wir hier ein bisschen was heilen. Gib mir Deckung, wie? Bisschen was hier zum Heilen. Ich mach den Lutscher alle! Sehr gut. Los! So, ah, da ist er. Was ist hier? So, okay, die Schlucht ist erstmal komplett leer. Dreckige Penner. So. Irgendwo war doch hier was. Okay. Gut, Hacken brauche ich jetzt nicht. Wir haben schon alles hier erledigt. So, aber ich würde gerne hier noch die Ausrüstung looten. Vielleicht nochmal nachladen, aber das ist schon getan. Ah, da ist eine Kamera. Okay, hier scheinen keine Gegner mehr zu sein. Okay, dann können die. Die können dich sehen. So. Hier looten wir gerade nochmal schnell was. Und ja, vielleicht gerade nochmal ein bisschen Heilung. Das waren wohl alle. Okay, die hacken wir mal ganz schnell. Warum immer dauert das ziemlich lange. Oh. Okay, machen wir die auch mal aus. So, wunderbar. Jetzt müssten wir eigentlich easy rauskommen. Eigentlich. Dreckige Penner. So, aber falls jetzt nochmal eine Schießerei kommt, würde ich gerne hier nochmal
halt mich ordentlich bewaffnen. Ist okay, wir haben Sturmgewehr, Schrotflinte. Okay, ich bleib mal bei der Schrotflinte. Und genau, hier Katana. Das waren wohl alle. Ich hoffe mal, dass das alle waren. Aber irgendwer redet da noch. Ach, saubere Nummer. Zange, die brauchen wir nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier Karten nehmen wir. Das Gefühl, dass hier gleich nochmal was kommt. Ja, natürlich. Ich komme dich jetzt suchen. Okay, ich gehe einfach mal den Weg hier. Jetzt schon vorsichtig. So, wir versuchen mal zu hacken. Gibt es hier irgendwas, was ich noch hacken könnte? Was ist das? Staatsverdienstkurve auf einige. Ah, okay. Gut, vielleicht sollte ich die Bewaffnung nochmal ändern. Hier vielleicht lieber ein Sturmgewehr. So. Okay, überleben wir jetzt so Schießerei hier, aber das da ist jetzt hier. Scanner gibt es für einen Übergriff auf einen Beamten. Widerrechtliche Gefangenenhaltung. Ich komm dich jetzt suchen. Okay, was ist mit denen hier? Gasrohr, explosiv. Hey, Kameras! Da ist jemand. Oh yeah! Shit. Okay, jetzt haben wir die Arschkarte. Hey, du entkommst uns nicht! Achtung, wir haben Granaten! Jackie, den hätte ich fast abgeknallt. Mist! Die Regel Nummer 1, Waffen abladen. Verdammt. Oh no! Da ist es da. Ich hoffe, ich habe genug Heilungszeug. Da ist einer. Ich hatte mich!
der ist down. Hey, du entkommst uns nicht. Okay, ich versuch's von oben. Oh, was ist das? Kampfcatches ausrüsten. Weise eine Granate einen Kampfcatch-Quickslot in deinem Inventar zu, damit du sie während des Kampfes leicht einsetzen kannst. Okay, ja, aber jetzt nicht. Oh. Alle. Okay, mal etwas. Wow! Kriegen die so Sprünge hin? Auch sowas. Das wird der Mensch allzu lange euch was bringen. So, okay, dann hauen wir einfach mal hier noch den Schnitterausgang ab. Die Marder ist da drüben! Oh, da ist eine Cam. So, ausschalten. Ich find dich, du. So, die schalten wir auch mal aus. Wow! Das war knapp. Granate im Anflug! Nicht mehr weit jetzt ist. Fast am Ausgang. Lass das raus! Halte den Rücken frei! Haltet ihn mir vom Leib! So, okay. Die sind down. Da ist noch einer. Na komm, komm auf. So, der ist down. Okay, ich hau mir nochmal eine Dose rein. Wer ist bereit für eine Party? Sagt der, der voll in den Kameras steht. So, Optik Neustart, Kurzschluss. Machen wir Kurzschluss. Nee, dann Breach. So, 55. Okay, Eisbrecher verringert die Speicherkosten von Quick Hats. Zumindest sind hochgeladen, okay? Da kann ich nichts machen. Oh, ich habe keine Munition mehr. Der ist weg. Keine Chance!
Okay, gib mir verringert die Zeit. Ja, Vorteile. Scheiß drauf. Wir müssen jetzt erstmal hier raus. Ja, vielleicht gibt's hier noch was Gutes. Ah, da war Gewehrmunition. Nicht viel, aber ein bisschen. Ich hol mir oben nochmal von den Kerlen hier das Zeug. Oh, hat er da ein Schutzschild? Ich komm dich holen! Schleiche dich an Royce vorbei. Okay. Na, wo steckst du, Kleiner? Gibt's irgendwas? So, ich weiß noch nicht mehr, wie das genau ging jetzt hier mit dem Anschleichen und so. Hier, F. Okay, nicht tödlicher Takedown. Sehr schön. Kommt schon, Cabrones! Ich bin für euch da! Ah, da ist er. Oh, shit! Wow. Schade um dein hübsches Gesicht. Hier war doch irgendwo gerade diese fette Knarre. Wo ist er hin? Da ist er. Wow. Wow, wow, wow. Tech-Waffen, panzerbrechend. Tech-Waffen ermöglichen dir besonders durchschlagskräftige Schüsse aufzuladen, die Deckung durchdringen und die Gegner dahinter treffen können. So, okay, ich gehe mal kurz ins Inventar. Vielleicht haben wir ja so eine Tech-Waffe gerade gekriegt, zufällig. So, was? Volles Potenzial freigeschaltet beim Kotzitz, okay. Schrotflinte Crusher gewöhnlich. Kugeln können von Oberflächen abprallen.
So, Schockschaden, freier Zielfernrohr, ein Klassiker im Arsenal. Okay. Da können wir jetzt, glaube ich, nichts mitmachen. So, die ist neu. Gucken, wir können abprallen. Kann aufgeladen werden um einen besonders durchschlagenden Schuss. Jo, nehmen wir. Die Frage ist, wie laden wir die auf? Ich glaube, versetzt Berge. Die Satara hat das nicht nötig. Okay. So, wo bist du? Jetzt reicht's mir! Okay, ich muss hier weg, das war jetzt vielleicht nicht die cleverste Idee. No! Warum hat er jetzt... Was, ein scheiß Raketenwerfer oder was? Verdammt. Ah, so knapp. Okay, Leute, ich muss hier kurz mal Pause machen. Wir machen Schluss für diese Folge. Jetzt, wo es interessant wird, ja, ich weiß, jetzt machen wir Schluss, denn das Battle werden wir in der nächsten Folge bestreiten. Ich find's geil, auf jeden Fall, endlich mal eine schöne Schießerei, endlich mal ein Bossgegner. Und ja, es ist auch gar nicht so einfach, wie ich gedacht habe. Also man muss hier wirklich sehr aufpassen. Wie gesagt, gefällt mir extrem, Leute, aber ich... ja, wir machen jetzt ganz schnell Schluss, damit ich ganz schnell die nächste Folge aufnehmen kann, denn ich bin heiß, ich habe Bock auf die Schießerei. Und ja, lasst mir doch mal einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Lasst mir ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao!